Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einem Tutorial zur Voidband Armor. In den letzten Tagen habe ich immer wieder die Nachfrage bekommen, woher ich denn meine legendäre Rüstung habe, und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video dazu, wie man sich diese selber craften kann. Zuerst einmal aber nochmal dazu, was das Ganze überhaupt ist. Es gibt eine legendäre Rüstung bzw. ein legendäres Rüstungsset, das man sich hier selber bauen kann, und das Ganze in verschiedener Ausführung. Es gibt einmal alle Teile mit Schwerterrüstung und mit Leben drauf. Dann gibt es nochmal einmal alle Teile mit Medium Armor und mit Geschicklichkeit drauf. Und es gibt dann auch nochmal alle Teile mit Stärke und leichter Rüstung. Allerdings kann man diese im Moment noch nicht herstellen, da eines der Herstellungsteile schlichtweg noch nicht gedroppt ist. Eine wichtige Voraussetzung, die man auf jeden Fall braucht, um das Ganze selber bauen zu können, ist Rüstungsschmiedekunst auf 200. Alle anderen Zutaten könnte man sich theoretisch auch einkaufen. Ich werde euch aber trotzdem jetzt mal zeigen, was man alles braucht, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Selbst wenn man Rüstungsschmiedekunst auf 200 gemacht hat, sieht man zunächst überhaupt nicht das Rezept für dieses Rüstungsset, und das liegt daran, dass es in New World einige Rezepte gibt, die man erst sieht, wenn man eines der legendären Bauteile hat. In diesem Fall ist das der Voidband Ingot. Und diesen Barren stellt man her aus Void Ore, Void Essence und aus 10 Energy Cores. Wo kriegt man das ganze Zeug her? Nun, den Void Ore, den gibt es als Ultra Rare Drop aus Orichalcum. Das ist ein sehr, sehr, sehr seltener Drop. Ich habe jetzt in über 10.000 abgebauten Orichalcum-Teilen genau 2 Stück gefunden. Und dann gibt es hier noch Void Essence, das findet man zum Beispiel beim Boss-Drop bei Dungeons, aber das kann man sich auch für kleines Geld im Auktionshaus einkaufen. Und dann haben wir noch die 10 Energy Cores, diese setzen sich zusammen aus einem Elemental Heart und einem Eternal Heart. Diese wiederum werden zusammengebaut aus 50 Modes von jedem Typ, das heißt insgesamt braucht man für ein Rüstungsteil bzw. für einen von diesen Ingots 500 Modes von jeder Art. Das ist jetzt an sich auf jeden Fall schon mal eine Menge. Der schwierigste Part ist allerdings nach wie vor dieses Void Ore, weil das einfach unglaublich selten droppt. Hat man jetzt aber das Glück gehabt, aus Orichalcum einen dieser Void Ores zu bekommen und dann eben aus sich so einen Voidband Ingot zusammenzubauen, dann sieht man eben eines dieser Rezepte hier in der Schmiede oder zum Beispiel auch beim Kleidermacher für die mittleren und leichten Rüstungen. Ansonsten braucht man dann halt noch die legendären Materialien, das heißt, je nachdem, welche Art von Rüstung das ist, schwer, mittel oder leicht, braucht man dann eben die Zutaten wie hier Tolvium oder Cinnabar, was man zum Beispiel als Rare Drop aus Orichalcum bekommt, und eben auch die weiter verfeinerten Materialien, die man herstellen kann, wenn man 200 Lederverarbeitung, 200 Faserverarbeitung oder auch 200 Schmelzen hat. Dann kann man nämlich Asmodeum, runisches Leder oder diese Phoenix Weave herstellen. Und daraus kann man sich dann eben die restlichen Zutaten holen. Das Ganze wird man aber auch bald, beziehungsweise eigentlich jetzt schon auch im AH einkaufen können. Und je nachdem, welche Art von Rüstung man dann hier auch baut, also welche Art von Rüstungsschwert, da hat man dann hier eben noch extra Zutaten. Hier zum Beispiel braucht man Infused Claws oder Fangs und dann eben auch hier die Scarhide, das wieder ein legendärer Drop ist aus Tieren ab Stufe 55. Aber das Schwierigste bleibt bei diesem ganzen Rüstungsteil eben nach wie vor dieser Void Band Ingot, weil einfach dieses Void Ore unfassbar selten ist. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Das heißt, wenn ihr sowas auch billig bei eurem Server im Auktionshaus seht, dann gerne mal zuschlagen. Diese ganzen Rüstungsteile werden nämlich nachher, denke ich mal, auch gut begehrt sein. Gerade auch die schwere Version ist halt auch sehr, sehr gut, was die Verteidigungswerte angeht. Und alles in allem ist es am Ende des Tages auch hervorragendes Luckgear, mit dem man wunderbar farmen gehen kann. Ein weiterer Vorteil des Ganzen ist, dass diese Teile dann auch direkt auf Gearscore 600 droppen. Das heißt, man hat hier auch schöne Werte bei der Rüstung, sowohl im elementaren wie auch im physischen Verteidigungsbereich. Also das auch ein angenehmer Bonus. Und ein weiterer Bonus ist auch, man kann das Ganze verkaufen. Sprich, irgendwann wird es diese Dinger auch für angenehme Preise im Auktionshaus zu kaufen geben.
Da das Ganze jetzt allerdings auch eine ganze Menge Input auf einmal war, habe ich euch auch nochmal die Rezepte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also da könnt ihr euch das Ganze dann auch ganz in Ruhe anschauen, auch anschauen, wo die ganzen Teile herkommen und wie man das Ganze zusammenfarmen kann. Und ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, es hat euch weitergeholfen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusammengrinden dieser wunderbaren Rüstung. Falls ihr noch mehr New World Fragen habt, schaut auch gerne im Stream auf Twitch vorbei, www.twitch.tv/radlerauge, und da kann ich euch dann vielleicht auch die ein oder andere Frage beantworten. Ansonsten, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.